So, We Are Football. Mit dem großen, mit den großen Ambitionen, ein Anstoßnachfolger zu sein. Weil wohl teilweise Entwickler dabei sein sollen, die mit Anstoß früher zu tun hatten. Wir haben das Tutorial vorhin gespielt. Wir machen jetzt ein neues Spiel auf Basis der Datenbank von FM Zocker, glaube ich, ist es. Will ich jetzt gerade aus dem Kopf hole. Von der niedrigsten Liga an und werden uns dann hochspielen in die höchste Liga. Auch mit Frauenfußball. Aber wir benutzen ihre Datenbank. Im Männerfußballbereich. Pascal Maskulin. Geburtstag. Ach, jetzt kann ich ja alle Daten mal hier eingeben, womit man dann Identitätsdiebstahl betreiben kann. Geburtsort Hamm. Nein, das wunderschöne Duisburg. Und nein, wir spielen nicht Frauenbundesliga. Meine Sprachen sind Deutsch und Englisch und natürlich Aserbaidschanisch. Mein Lieblingsverein Deutschland. MSV Duisburg. Stimmt alles nicht, aber macht nichts. Ach, mit 21 kannst du noch keinen Fußballverein führen. Ich lasse mich mal 94 geboren. Dann bin ich 27. Selbst das ist unwahrscheinlich. Macht aber nichts. Vielleicht sollte ich eine sinnvollere Drittsprache nehmen. Sowas wie Französisch. Es gibt keinen Trikottausch beim Frauenfußball. So, entscheiden Sie sich für eine realistische Karriere, müssen Sie zunächst einige Fragen zu Ihrer Person und zum Fußball im Allgemeinen beantworten. Dann unterbreiten wir Ihnen drei Angebote von Vereinen, die perfekt zu Ihnen passen. Oder selbst wählen in Deutschland. Nicht Bundesliga. Regionalliga West. Ach, in der dritten Liga ist der MSV im Moment. Ich habe da immer keine Ahnung. So, wen wollen wir denn auf jeden Fall hochbringen? Rot-Weiß Oberhausen. Witzigerweise war ich schon mal auf dem Spiel von Rot-Weiß Oberhausen. Aber schon ewig her. Weil nämlich damals unsere, wie heißt er? Am Empfang jemand gearbeitet hatte bei uns, der war so Mädchen für alles und der war einfach Rot-Weiß-Oberhausen-Fan. So, was gibt's dann für Regionalliga? Das wäre auf jeden Fall von der Regionalität. Obwohl, Rot-Weiß-Essen wird auch gehen für mich. Schau auf die Stadiongröße. 21.000. 21.400. Vor allem würde ich mit Rot-Weiß-Essen ein bisschen stärkeren Anfang haben. Sportfreunde Lotte. 10.000. Das ist, ich bin Rot-Weiß-Essen, die haben schon mal höher gespielt. Deshalb haben die auch ein Stadion, wo ein bisschen Platz ist. Wir entscheiden, also ich entscheide mich für Rot-Weiß-Essen. Nee, nicht VfB Homburg. Guck mal. Das PCC-Stadion mit 3.400 Kapazität, du bist am Arsch. Entschuldigung, mit dieser Kapazitätsgröße kommst du, glaube ich, nicht weit. Wenn ich mit Entlassungen spiele, kann ich, glaube ich, meinen Job auch verlieren. Warum habt ihr alle so viele Vereinsvorlieben im Chat? Was ist mit SC Preußen Münster? 15.000. Stadionkapazität. Aktueller Zuschauerschnitt, witzigerweise 7.600 Zuschauer im Schnitt. Halbvolles Stadion in Regionalliga West. Du kannst auch Regionalliga
gibt es Ostvereine? Ist das nicht dann Nordost? Die Bayern haben ja wieder alles für sich selbst. Ich bin übrigens kein Fußballmeister. Also ich werde bestimmt Aussagen in diesem Spiel machen, die definitiv falsch sind, zu denen ich aber stehe. Und wir bleiben bei Rot-Weiß Essen. Ich glaube, das ist auch eine große, gute Grundlage, weil ich glaube, Rot-Weiß Essen steht gar nicht mal so schlecht da, auch von der Stärke. Herzlich willkommen beim Rot-Weiß Essen. Ihre neuen Kollegen haben zur Begrüßung einen Blumenstrauß und eine Flasche Sekt auf ihren Schreibtisch gestellt. So ein Unsinn. Die würden Bier auf den Schreibtisch stellen, keine Blumen, sondern einfach ein kleines Zechewerk. Bei den Fans ist man sich einig, dass die großen Alternativen auf dem Trainermarkt derzeit fehlen, sodass man ihnen eine Chance geben sollte. In Kürze werden sie dem Team vorgestellt und können den Spielern sagen, was sie erwartet. Wir wünschen ihnen viel Glück bei ihren neuen Aufgaben. Sie werden sie brauchen. Für Regionalliga West haben die ein richtig großes Stadion. Da kann Duisburg auch mithalten. Ich hätte eigentlich Duisburg nehmen müssen, um zu schauen, ob der Westfalenpark hier drin noch genauso aussieht, wie er auch wirklich aussieht. Der Urlaub der Spieler ist beendet. Sie blicken in erwartungsfrohe Gesichter, die gespannt auf ihr erstes Training von unter ihnen warten. Vier Aktionspunkte erhalten. Zu Beginn des Spiels und später bei Erfolgen erhalten Sie Aktionspunkte. Diese können Sie gezielt einsetzen, um sich zum Beispiel beim Training oder bei Verhandlungen Vorteile zu verschaffen. Unser Ziel ist Platz 1. Ich finde das Präsidium nicht so gut, aber direkt den Aufstieg anstreben. Bei ihrem Amtsantritt und zu Saisonbeginn können sie ihrem neuen Team direkt einige Regeln mit auf den Weg geben, die fortan bei ihnen gelten. Als Einsteiger können sie hier die Voreinstellung übernehmen. In späteren Spielzeiten können sie dann auch genauere Ansagen machen. Sie können sich so gezielt Vorteile verschaffen, werden aber auch an der Umsetzung ihrer Ankündigungen gemessen. Die Null muss stehen. Training ist nur ein Faktor. Jeder bekommt bei mir seine Chance. Aber ich kenne das Kader noch gar nicht, also warum sollte ich sagen, ich setze auf die Jugend? Weil ich kenne den Verein noch null. Ich lasse es jetzt einfach so stehen, wie es vorhergestellt ist. Ah, jetzt haben wir sogar die richtigen Bilder. Normalerweise sind da nämlich nur kleine Malbilderchen gewesen. Ugozan Kaifkir. In diesem Bildschirm beginnt Ihre Arbeitswoche. Wählen Sie Ihren Schwerpunkt durch Anklicken der Pfeile aus. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch zusätzlich um einen Spieler ganz besonders kümmern. Boah, mit der Musik gerade. Na Bro, komm mal her. So alt sind wir ja noch alle nicht. Aber wenn ich einen Boost mache, kostet mir das schon einen Aktionspunkt.
der Typ mit der russischen Flagge schwarz. Also es kann auch ein Russe schwarz sein übrigens. Und das möchte ich nicht hören. Rot-Weiß Essen ist gar nicht so talentfrei, wie man vermutet. Finanzen und Sponsoren in den ersten Wochen. Und natürlich die Fitness erstmal, oder? In der Zentrale können Sie sich einen grundlegenden Überblick über den Verein verschaffen. Im unteren Bereich des Bildschirms finden Sie die Menüleiste, mit der Sie alle Abteilungen mit einem Klick erreichen können. Bequemer ist es allerdings, wenn Sie weiterklicken und Ihre Aktion in der folgenden Wochenplanung aus den Vorschlägen Ihrer Assistenten auswählen. Erstspiel gegen SW Rödlingshausen. Kannst du gefeuert werden? Ja. Wenn das Präsidium unter 50 Punkte geht, dann kann ich gefeuert werden. So, sie haben voll Energie. Hier oben rechts ist übrigens Speichern. Und hier haben wir sogar mal wirklich Einstellungen. Ja. Wir wissen beide, das ist ein Experte. Der kommt manchmal nicht zum Training, das ist klar. Aber dafür, der hätte jetzt auch aufgehört zu rauchen. Und ich sag mal, wenn ich das alles zusammenrechne, nicht mehr groß nachdenken, zuschlagen. Und da muss aber auch ganz schnell gehen jetzt. Nee, nein. Ich weiß, der Spieler, der hat gesagt, der wollte schon gerne da zu Ihnen hin. Nicht? Aber ja, ich bin ja auch noch da. Da muss was passieren auf dem Konto. Ach, die Sprüche sind am besten, ey. Bus vor dem Tor parken. So, können wir mal gucken, was bei uns am effektivsten ist. Ballbesitzfußball ist bei denen am stärksten. Direkter Angriffsfußball, nein, volle Attacke auch nicht. Also bleiben wir auf Ballbesitzfußball. Die Ansprachen sind Bombe, ey. So, Stadion wird man sich wahrscheinlich leisten können, vor allem, weil das Vereinsbudget eh für den Arsch ist. Der Vertrag läuft bis 2022. Hier können Sie sich über den aktuellen Status der ersten Mannschaft informieren, mit Ihren Spielern sprechen und insbesondere Vertragsverhandlungen starten. Auch die Aufstellung kann von hier aus aufgerufen werden. Ganz unten finden Sie noch Listen Ihrer verliehenen Spieler und Spielern mit Ausstiegsklauseln. Achso, der hat eine Option auf Vertragsverlängerung. Also alle Menüpunkte wurden im Tutorial nicht erklärt. Insgesamt gibt es 42 Archivements. Sammeln Sie diese, werden Sie mit Managerpunkten belohnt. Jeder Manager kann diese Archivements nur einmal holen, also nicht in jedem Spielstand erneuert. Erreichen Sie Stufe 3 in einer Saison. Auf diesem Bildschirm können Sie die grundlegende Taktik festlegen. Die meisten Einstellungen werden Sie für viele Spiele einfach übernehmen und dadurch auch immer weiter verbessern. Sie können aber jederzeit bestimmte Bereiche für den nächsten Gegner optimieren. Überraschen Sie ihn durch Variationen bei Eckbällen oder durch offensive Ausrichtung. So, das können wir erstmal lassen. Aktueller Bonus, eine neue Hoffnung, Motivation endet nach 3 Niederlagen. 4 Tage bis Dauerkartenverkauf. Hier können wir auf unsere verletzten Spieler gucken. Das ist Scouting, das werde ich mir nicht leisten können als Regional-West-Verein. Freundschaftsspiele, Trainingslager, Unterkünfte und um die Saisoneröffnung. Ich denke aber einfach, wir sollten weitergehen und einfach das machen, was uns unsere Angestellten empfehlen. So, Stadion und ihr Clubgelände anschauen und ausbauen. Dazu steht Ihnen jeweils ein 2D-Editor zur Verfügung, mit dem Sie das Stadion und Gelände errichten können. Ach so, das Ziel hier sind die Anzahl an Arbeitern, die man hat. Das habe ich vorhin gar nicht verstanden im Tutorial, was überhaupt, ne,
Sinn da ist. Hier können Sie Abteilungsleiter einstellen und wieder entlassen. Diese helfen Ihnen bei der Arbeit und machen im Terminplaner Vorschläge, was Sie als nächstes tun sollten. Einige bringen Ihnen auch ganz konkrete Vorteile, zum Beispiel bei Verhandlungen. Kann sein, dass ihr alle ein bisschen ausgelastet seid. Saisoneröffnung, die liegt. Wir haben ja nicht, es ist die erste Woche und es sollte noch kein Spieltag sein, oder? In dieser Wochenplan machen Ihnen Ihre Abteilungsleiter Vorschläge, was Sie in dieser Woche alles erledigen sollten. Suchen Sie sich einfach die Aufgaben aus, die Sie für am wichtigsten halten. Die Planung des Trainings folgt dann im zweiten Schritt. Dabei sollst du mehr Mitarbeiter anstellen. Das machen wir, glaube ich, auch. Zweite Mannschaft gibt es nicht, haben wir nicht. Erste Mannschaft ist zweite Mannschaft. Hier können Sie die Entwicklung Ihrer künftigen Stars begutachten. Klicken Sie einen Spieler an, wird Ihnen dessen Profil angezeigt. Da können Sie auch das nächste Trainingsziel für den Spieler bestimmen. Sobald er Ihnen weiterhelfen kann, geben Sie ihm dann einfach einen Vertrag. Zögern Sie aber nicht zu lange, die Konkurrenz schläft nicht. Achso, ich kann mir das Training dann angucken. Jugendinternat ausstatten. Ein Masseur. Spieler beobachten. Hier finden Sie Ihre Sponsoren und erhalten Informationen zu Ihren TV-Einnahmen. Ist ein Sponsorenplatz nicht besetzt, sollten Sie sich umgehend auf der Suche machen nach neuen Sponsoren. Account Manager ist so ein typischer Marketing-Job. Der aktuelle Stand Ihres Budgets bestimmt Ihren Handlungsspielraum als Manager. Das Vereinsvermögen beeinflusst zu Beginn der Saison jedoch maßgeblich, wie hoch diese ausfallen. Im Buchungsjournal werden alle Einnahmen und Ausgaben des Vereins erfasst. Zudem können Sie hier Geld anlegen, Kredite aufnehmen und Fananleihen ausgeben. Tja, an die Börse gehen will keiner. Hier geht es vor allem um den Verkauf von Trikots und sonstigen Fanartikeln. Für manche Spiele können auch Sonderartikel produziert werden. Die sind aber in der Regel ein Risiko, da zum Beispiel eine Niederlage im Pokalfinale den Verkauf von Pokalsiegerschals stark einschränken kann. Das Präsidium entscheidet über Ihre Zukunft im Verein. Hier können Sie mit den Verantwortlichen sprechen, entweder es geht dabei um Ihren Vertrag oder um Budgetänderungen. Läuft es gerade nicht, können Sie dem Präsidium auch noch erklären, warum das der Fall ist und es so gnädig stimmen. Wenn Sie langfristig erfolgreich arbeiten, haben Sie später sogar die Chance, in den Vorstand berufen zu werden. Dies sichert Ihre Position im Verein zusätzlich. Hier können Sie festlegen, welche Vorteile Ihre Mitglieder durch eine Mitgliedschaft haben. Sie können außerdem gezielte Kampagnen durchführen, um neue Mitglieder zu gewinnen oder Mitglieder von einem Börsengang zu überzeugen. Auswärtsfahrtsservice, nein. So, Fanbetreuung. Um den langfristigen Aufbau einer Fanbasis, die bei den Kleinsten beginnen sollte, halten Sie die Fans bei Laune, werden diese Sie in der Krise unterstützen. Ansonsten beschleunigen Sie Ihren Untergang.
Naja. Jetzt irgendwelche... Wir können Fanclubs beschenken. Aber das sollte ich vielleicht alles nicht machen. Genauso mit dem Trainingslager organisieren. So, wir müssen auf jeden Fall Stadionsponsor suchen. Tribünensponsor. Und einen Bandensponsor. Moment, das muss noch raus. Also Stadionsnamensgeber. Das ist dann so, als wenn du die Längstes Arena hier hast. Den Fanclub besuchen. Und ein Freundschaftsspiel vorschlagen. Wem auch immer. Abteilungsleiter Sohn HR schlägt ihn vor, die Position Kaderplaner neu zu besetzen. Dann machen wir Samstag noch eine Charity-Aktion und Sonntag gehe ich laufen. Belegen Sie jetzt die Belastungstage mit Trainingseinheiten, die Ihren Spielstil unterstützen. Während der Saisonvorbereitung sollten Sie die konditionellen Grundlagen für die Saison legen, indem Sie Einheiten mit hoher Belastung für Ihre Spieler wählen. Sind ja auch. So, grundlegende Einstellung für die gesamte Saison treffen. Das hatten wir ja auch schon im Tutorial. Da sind die einzelnen Spieleforderungen auch schon drin, beziehungsweise Fördersachen. Namen Zeberus. Sobald die Woche startet, sehen Sie einen Bildschirm mit den Wochentagen und den wichtigsten anstehenden Ereignissen, vor allem natürlich den Spielen. Passiert an den einzelnen Tagen etwas, zum Beispiel im Training, wird dies angezeigt. Bei Terminen wird die Woche unterbrochen und Sie können zum Beispiel mit einem Spieler verhandeln oder ein Trainingslager vereinbaren. Achso, wir haben gar keine Logen. Und denen sind diese Stehplätze egal vom Preis her, weil es gibt nur Sitzplätze. Aber wenn ich sie jetzt schon erhöhe, kann in Zukunft keiner meckern, dass der Preis zu hoch wäre. Weil sie schon immer so viel gekostet haben. Wie viele Banden habe ich denn? Wäre die andere Frage. Nein, je nach Sponsor benutze ich ja eine gewisse Anzahl von Banden. Sieht man ja. Ich habe ja extra eingestellt jetzt schon pro Bande, wie viel die pro Bande zahlen. Jetzt habe ich keine Verhandlungsrunden mehr. Achso, er sagt mir, also 8 Banden habe ich. Aber das hätte man hier im Menü vielleicht auch noch irgendwo hinschreiben können.
So, Freundschaftsspiel vereinbaren. Irgendjemand, den wir verprügeln können, damit wir glücklich sind. Zum Beispiel FC Bayern München. Geht nur nicht, wollen sie nicht. DFB-Pokalrunde, das überspringe ich aber, das Ziehen. Das fand ich schon früher immer so lästig. Upsala. Klar, wir schauen uns die weiteren Verlosungen auch an. Kevin Grund. Wir vereinbaren meinen Termin am Ende der Woche. Die Fans stehen der neuen Saison mit gemischten Gefühlen entgegen. Hoffen wir, dass es mit dem Aufstieg klappt. Toll, dass wir so viele Talente im Kader haben. Sie verdienen es, eine echte Chance zu bekommen. So viele neue Rückennummern, die muss man sich erstmal merken. Es gibt drei verschiedene Risikokategorien. Geringes Risiko steht für hohe Festbeträge und kleine Prämien. Bei Verträgen mit hohem Risiko ist es genau umgekehrt. Dafür sind diese normalerweise etwas höher dotiert. Behandeln Sie wie immer möglichst hart. Je größer der Abstand zwischen Ihrer Forderung und dem Angebot des Sponsors, desto schneller geht dessen Geduld nach unten. Nachträgliche Erhöhung Ihrer Forderung nimmt dieser besonders übel. Ach so. Kein aktueller Sponsor, Energy. Die Energie, die sie benötigen. Okay, im Bonus wollte er mir auch nichts zahlen. Immer wenn ich Hände sehe, die sich schütteln, erinnere ich immer an Theme Park von damals. Theme Park Manager, wenn du mit deinen Leuten verhandelt hast, die Prozente haben wollten auf ihren Verdienst. Da gingen ja diese beiden Hände immer aufeinander zu und haben sich immer entfernt oder sind näher gekommen, umso besser du am Verhandeln warst. War auch total schrecklich bei Theme Park. Das mit dem Verhandeln. So, Tribünennamenvertrag vorliegen. Ein Versicherer. Verdammt. Da hätte ich vielleicht noch mehr rausschlagen sollen. Aber Hauptsache, wir haben erstmal Sponsoren. Wie viele Dauerkarten sollen wir verkaufen? ...18% Rabatt. Mitarbeiter suchen. Der Wechsel muss sich für mich finanziell schon lohnen. Sie müssen mir schon ein außergewöhnlich gutes Angebot machen. Ich würde extrem gerne zu Ihnen kommen. Wenn ich jetzt noch sehen würde, was aktuell für eine Banane bei mir arbeitet. Hohe Frusttoleranz. Plus plus bei Verhandlungen. Aber Fleiß 10.
So, Trainingsunterbrechung. Felix Herzenbruch hat Leon Brüggemeier Rüde umgemäht. Dieser hat sich eine Fleischwunde zugezogen. Ist doch nur eine Fleischzoge. Ist doch nur eine Fleischwunde. Bei einer Ablöseverhandlung kommt es darauf an, möglichst viel Geld herauszuschlagen. Je knapper die Verhandlung vor dem Abbruch steht, desto vorsichtiger muss sie allerdings auch sein. Bei manchen Transfers geht ein Teil der Ablöse an die Vereine, die den Spieler zuvor ausgebildet haben. Dies ist eine internationale Regelung. Diese kann im Spielverlauf zu überraschenden Einnahmen für sie führen. In 10 Jahren 1,8 Millionen verdienen mit Stadionnamen. Stark. Ja, aber es ist ja... Ich weiß gar nicht, seit wann werden Stadien einfach nach irgendwelchen Marken benannt? Wann fing das an? Das war nicht früher, also nicht immer so. Früher hießen die Stadien irgendwie anders, auf dem Teufelsberg oder was auch immer. Wie gesagt, ich bin kein Fußballprofi. Transfers und Verlängerungen. Warum habe ich den verkauft? Weil er schon ein bisschen älter war. Hier sehen Sie auf einen Blick, wie sich Ihre Spieler und Team seit dem letzten Spiel oder in der letzten Woche entwickelt haben. In den Fortschritt gehen sowohl das Training als auch die Spiele ein. Weiße Enden an den Balken zeigen eine positive Entwicklung. Bei roten Balken hat sich etwas verschlechtert. Einer für alle, alle für einen. Der Teamgeist ist um 81 gestiegen. Du warst nah dran, es ist der Betzenberg von den Roten Teufeln. Wie gesagt, Fußball-Noob. Wo ist der denn? Linkes Mittelfeld, 5,7 Stärke. Nein, den brauche ich. Derzeit nicht. Um 2000 haben die mit den Namensrechten angefangen. Alles, überall muss die Kohle herkommen. So, Regionalliga West, erster Spieltag. Am 19. Juli und am 16. Juli haben wir unser Freundschaftsspiel. Ihre Mitarbeiter geben Termine zu diesem Thema in dieser Woche eine erhöhte Priorität. Sie hatten vorab die Auswahl Spieleförderung. Wobei, gab es nicht hier irgendwas? Also Fitness ist ja eine Sache,